Stunden zu früh, also insofern. Ja? Okay. Okay, herzlich willkommen zum Kampf des Jahres. Es geht in diesem Fall um eine erstaunliche Runde, und zwar der Champion Jomla 2.5 gegen den Herausforderer, die 3.1. Und ich begrüße jetzt auf jeden Fall in der roten Ecke erstmal den Herausforderer Jomla Bulldog 3.1. Es hat 3,4% aller Installationen weltweit. Ich habe das letztens noch mal kurz nachgeprüft. Und ist raus seit April diesen Jahres. Und das Kampfgewicht beträgt ungefähr 8,4 Megabyte. Es gibt insgesamt 3.800 Erweiterungen schon. Und jetzt kommt erstmal der amtierende Champion. Jomla Stone Solid 2.5. Rund 38% aller Jomla-Installationen, das hat jetzt in den letzten Monaten nochmal ordentlich zugenommen, es gibt weniger 1.5er-Installationen. Ist schon seit einer Ewigkeit draußen, seit Januar 2012, also können wir durchaus von einem Altmeister sprechen. Etwas schlanker im Gewicht, mit 7,9 Megabyte. Und mit fast 6.900 Erweiterungen. Vergleichen wir einmal die beiden Konkurrenten, dann merken wir, dass wir haben aufgrund der Verbreitungsbasis, ist der amtierende Champion klar im Vorteil. Das neuere Datum spricht dafür, dass etwas fitter ist, also geben wir da diesen Punkt dem Herausforderer. Und was die schiere Masse der Erweiterungen angeht, ist immer noch der Altmeister weitführend. Kommen wir zum Training. Erstmal die Installation 2.5 und 3.1. Als Template habe ich das Typeface genutzt von Joestrap. Und zwar einfach aus dem Grund, weil hiermit die beiden Versionen vergleichbar werden. Es macht keinen Sinn, die beiden Systeme zu testen mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Daher sind eben halt eigene Beispielinhalte und Bilder verwendet worden. Der Inhalt für die 3.1er ist manuell eingestellt worden. Also da fand jetzt irgendwie keine Migration statt von dem Projekt, was ich schon für die 2.5 hatte, sondern das ist eigenständig nochmal eingestellt worden, dass man nicht sagen kann, oh, da gab es irgendwie kleine Probleme mit der Migration oder sowas, sondern da können wir wirklich von dem gleichen Bestand ausgehen. Der Ring. Wie gesagt, schon Typeface vom Joestrap. Als Testserver habe ich den MAMP Pro Server verwendet, vergleichbar zu Xamp oder anderen Installation. Und als weiteres habe ich als Testumgebung hier den Laptop benutzt. Ringfakten für diejenigen, für die das interessant ist, eben halt einen aktuellen Apache verwendet, Apache 2 Händler, PHP-Version ist 5.4, Cache-Off, das heißt, ich habe jetzt kein PHP-Caching benutzt oder serverseitiges Caching, damit die Vergleichbarkeit zu den Jomla-Versionen besser gewährleistet ist. Und eine aktuelle MySQL-Datenbank out of the box, nicht getuned. Der Ringrichter, Apache JMeter. Ist es bekannt? Okay, ist eine sehr, sehr vielseitige Testumgebung, mit der man eben halt Webserver-Performances testen kann. Wen das nachher noch interessiert, ich habe am morgigen Tag noch eine Session nur über Apache JMeter, wie man das eben halt einsetzen kann.
Die Regeln. Keine Tiefschläge. Nein, okay. In diesem Fall wollte ich ein Szenario testen, was möglichst dicht am normalen Leben dran ist. Und das bedeutet in diesem Mal, prominenter Content wird öfters angeklickt als irgendwas, was sich weiter hinten in der Webseite befindet. Ich habe da als Idee das Flussdiagramm von Google Analytics benutzt, wo man dann eben halt auch sehen kann, ganz viele Leute auf der Startseite, einige Hauptpunkte, dann hat man eben halt viele Leute, die dahin gehen und nach und nach und nach läuft der Besucherfluss eben halt dünn aus. Das habe ich versucht auch in diesem Testszenario zu machen, dass man nicht nur sagt, okay, wir testen jetzt nur die Startseite, sondern ich wollte einen Test haben, der möglichst angelehnt ist an echten Bedingungen. Außerdem wollte ich feststellen, nicht nur den Response eben halt für den normalen HTML-Inhalt, sondern ich wollte dann eben halt auch, dass sämtliche Requests gemacht werden, das heißt auch CSS-Dateien, JavaScript-Dateien, Bilder, Favicons und alles, was dazugehört. Jetzt kommen wir einfach mal zu dem normalen Inhalt. Es geht jetzt nicht darum, dass es besonders toll aussieht, bloß dass ihr eine ungefähre Vorstellung habt, dass da eben halt auch was dahinter war. Ich habe gesagt, die Startseite wird am häufigsten aufgerufen, sagen wir rund 10 Mal. Ihr seht dann hier auch so ein paar Sachen, die ich für lustig hielt. Kleine Whisky- und Bourbon-Auswahl, mein Jomla-Kürbis zu Halloween und eine Frucht im Garten meiner Eltern. Ich weiß nicht, ob man die essen kann. Dann eben halt den ersten Content, der wird eben halt 7 Mal aufgerufen. Dann die tolle Frucht, weil die rot ist, dachte ich, klicken wahrscheinlich auch mehrere Leute an. Freedom of Speech, Contact Form, wäre ja auch nett, wenn die Leute mal Kontakt zu mir aufnehmen. Eben halt eine Auflistung von Wikipedia-Artikeln. Einmal das Internet. Und eben halt den weit entferntesten Artikel, den ich dann irgendwie in der Menüführung hatte, als ein einziger Aufruf. Nochmal eine kurze Auflistung von dem Ganzen. Und da sieht man dann eben halt auch, wie der Inhalt hier zustande gekommen ist. Prominenter Content wird halt häufiger angeklickt als irgendwas, was sich irgendwo hinten in der Website befindet. Okay, die Regeln. Ich habe gesagt, wir nehmen erstmal 10 Users. Ramp-up Period ist 1 Sekunde. Das heißt, ich starte die ganzen Requests nicht sofort alle auf einmal, sondern gebe einen sehr kleinen Zeitraum, in der die Requests eben halt auf dem Webserver auftreffen. Warum ich das gemacht habe, weil ich den Test nämlich durchführen wollte. Ich wollte die beiden Systeme testen und nicht, wie viel das MacBook dann eben halt verträgt, bevor es den Geist aufgibt. Falls ihr mal solche Teste macht, unbedingt das jetzt nicht mit dem Akku machen oder sowas, der wird extrem schnell leer. Ich habe eben halt einen Loop gehabt. Das sind eben halt die vorher erwähnten 31 Webseiten. Und zu diesen 31 Webseiten werden eben halt sämtliche Requests gemacht. Das heißt eben halt auch alle Bilderdateien, JavaScript-Dateien etc. Insgesamt macht das durch die 10 Loops eben halt 3010 Aufrufe. Diese Aufrufe geschehen auch gleichzeitig. Das heißt, ich teste zeitgleich beide Systeme, die 2.5er und die 3.1er. Dass man auch eben halt sagen kann, selbst wenn es eben wie Differenzen gab, beide Systeme wären davon gleich betroffen gewesen, dass die Testläufe miteinander vergleichbar sind. Wie man sieht, unterscheiden sich die beiden Versionen hier nur durch den Header, ansonsten sehen sie exakt gleich aus. Aufgrund des gleichen Templates eben halt auch. Okay. Wie beim Boxkampf eben halt auch, wiegt man erstmal die Kontrahenten. Insgesamt stellen wir dann fest, dass es hier ein paar mehr Requests gibt bei der 3.1er. Und stellen eben halt auch fest, dass wir hier wesentlich mehr laden. Woran liegt das?
In der 3-1er muss ich erstmal verhindern, dass Mutools geladen werden. Das ist ein kleines bisschen einfacher mit der 2-5er. Also da kann man das vom Template her ohne weiteres deaktivieren, aber das funktioniert nicht in der 3-1er. Also klarer Favorit in diesem Fall für den amtierenden Champion. Erstmal die erste Runde, kein Caching, Template angeglichen, stellen wir fest, mit 906 Millisekunden, gute Zeit, wird aber deutlich unterboten vom Herausforderer. Daher geben wir den Punkt dem Herausforderer. Konservatives Caching haben wir Ähnliches, geben wir wieder den Punkt dem Herausforderer. Und Progressive Caching. Auch hier stellen wir fest, mit einem guten Unterschied, dass es an den Herausforderer geht. Nun ist das Ganze nicht groß weiter optimiert worden und ich habe mir jetzt gesagt, es wird erstmal Zeit, dass die beiden Kontrahenten für die letzte und entscheidende Runde auch erstmal richtig in Form kommen. Deswegen erstmal eine kleine Diät. Und zwar habe ich hier Y-Slow benutzt. Ist Y-Slow ein Begriff bei euch? Nee? Okay. Ich habe letztes Jahr einen Talk darüber gemacht, wie man das eben halt optimiert und wollte die nicht nochmal halten, aber ich gehe jetzt nochmal auf ein paar Sachen ein. Y-Slow ist ein sehr, sehr schönes Tool, was man über ein Firefox-Plugin aktivieren kann und es sagt eben halt, warum eine Webseite langsam ist. Grundlage hierfür ist auch ein Buch, Steve Shoulders heißt es, glaube ich, High Performance Websites. Und sollte man unbedingt lesen oder auch mal die Tutorials und Angaben, die zu Y-Slow eben halt gemacht werden. Man kann dann eben halt sehen, wo man steht. Wenn hier eben halt ein A steht, ist das gut. Ein grünes A ist gut. Und wenn dann eben halt ein rotes E steht, ist das nicht ganz so gut. Gibt dann eben halt auch noch einen Prozentsatz an, wie toll der Score jetzt eben halt ist. Man kann sagen, wenn man ein A hat, dann ist das schon echt in Ordnung. Und wenn man dort ein C stehen hat, sollte man auf jeden Fall etwas machen an seiner Webseite. Und man kriegt eben halt auch noch eine genaue Auflistung, welche Punkte man beachten soll, damit die Webseite dann schneller wird. Man kriegt zum Beispiel hier auch eine Auflistung, welche Komponenten geladen werden, wie groß die einzelnen Komponenten sind und kann sich das eben halt noch weiter aufgeben lassen. Das ist eben halt für die Optimierung eine sehr, sehr hilfreiche Information, die man dann durchgehen kann. Und man kriegt dann eben halt auch schöne Diagramme, wo man dann eben halt sehen kann, das erste Mal mit Empty Cache, wie die Verteilung ist, was dann alles geladen wird. Und wenn man dann eben halt das zweite Mal die Seite aufruft, welche Sachen dort noch geladen werden. Wenn ich alles gut gemacht habe und unter Standardbedingungen, sollte das erste Mal relativ wenig Dateien geladen werden und beim zweiten Mal sollte, wenn es geht, nur der HTML-Inhalt geladen werden. Weil die Bilder oder sowas werden sich nicht in 10 Sekunden geändert haben. Das ist eben halt anzustreben. Und zusätzlich werden noch ein paar Tools angeboten, die eben halt helfen, gewisse Arbeiten abzunehmen. Ein Tool, auf was ich noch ein bisschen eingehen werde, ist Smushit. Das ist eine verlustfreie Komprimierung von Bildern, die auch sehr einfach läuft. Ansonsten hat man dann eben halt All-CSS, All-Minified, JS. Das sind Sachen, mit denen man eben halt Stylesheet-Dateien und JavaScript-Dateien zusammenschreibt und minimiert. Wenn ihr das macht, testet, testet, testet. Gut, alle CSS-Dateien zusammenfassen. Warum? Weil ich dann weniger Requests habe auf einmal. Ein Browser kann nur eine gewisse Anzahl an Anfragen gleichzeitig beantworten. Und je besser ich das eben halt aufteile oder je weniger Anfragen ich sende, desto schneller ist die komplette Kommunikation. Wenn man jetzt ein Template entwickelt oder Standard-Templates installiert,
hat man das oft, dass man irgendwie 5, 6 CSS-Dateien ladet oder lädt, weil das eine ist jetzt nur für die Farben zuständig, das andere für die Formatierung von Jumla-Artikeln, das andere für irgendwelche anderen Geschichten. Und wenn man das jetzt nicht alles laufend ändert, dann ist es wirklich wesentlich performanter, wenn man das in eine Datei zusammenschreibt, das komprimiert und hochlädt auf den Server. Beachtet dann in diesem Fall auch, dass ihr den Dateinamen immer einzigartig hält, dass wenn ihr das aktualisiert, die Stylesheets-Dateien, dass der Browser dann eben halt auch weiß, oh, ich muss die Datei neu laden. Das hat was mit dem serverseitigen Caching zu tun, gegebenenfalls. Und das Ganze machen wir auch von den gleichen Schritten mit den JavaScript-Dateien. Bilder verlustfrei optimieren mit Smashit, ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, funktioniert sehr gut. Man kann zum Beispiel dort eine Seite angeben bei Smashit und alle Bilder, die dort installiert sind, beziehungsweise angezeigt werden, werden dann komprimiert und man kann das Ganze auch dann als ZIP-Datei runterladen. Und diese ZIP-Datei enthält dann auch die Ordnerstruktur, die auf dem Webserver ist. Das heißt, ich kann das dann lokal einfach anpacken und spiele das per FTP wieder hoch und alle Dateien, die dort drin sind, sind dann eben halt optimiert. Sind, je nachdem, wie sauber man arbeitet, doch ordentliche Reduzierung der Dateigrößen möglich. Deswegen sollte das auf jeden Fall auch genutzt werden. Und es ist einfach. Es gibt auch einige Sachen, die man sich mittlerweile auf dem Laptop installieren kann, die das auch machen. Aber das funktioniert eben halt online und man braucht dafür keine besonderen Herausforderungen oder Lizenzen. Template wurde angepasst, dass nur die neuen Dateien geladen werden. Nochmal überprüft eben halt, wird noch irgendwas anderes geladen oder wirklich nur die zusammengefassten Dateien. Und ich habe auf jeden Fall am Ende die Bootstrap.js auskommentiert, dass die nicht doppelt geladen wird, weil, wie ich ja oben schon erwähnt habe, alle JavaScript-Dateien werden zusammengefasst, auch die Bootstrap.js eben halt mit und jQuery. Okay, dann, damit das ein bisschen fair abläuft, habe ich dann von Viktor Vogel ein kleines Plugin installiert. Das nennt sich JS CSS Control. Und dort habe ich die Möglichkeiten, das Laden von Dateien, sei es Stylesheets-Dateien oder von JavaScript-Dateien, zu verhindern. Und das habe ich dann benutzt, um Mood-Tools auszuschalten. Natürlich gehört dann eben halt nicht nur eine Diät zu einer Kampfvorbereitung, sondern vielleicht auch ein bisschen Training. Ich habe serverseitig die Dateien gesippt, und zwar HTML, CSS, JavaScript-Dateien und Schriften. Das sind alles Dateiformate, die sich gut komprimieren lassen und dadurch sehr elegant und kleiner über die Leitung verschoben werden können. Es eignet sich nicht für Videodateien, Bilderdateien. Die sind schon von Haus aus gut komprimiert. Und wenn ich die jetzt sozusagen nochmal zur Laufzeit komprimieren möchte, um die durch die Leitung zu schicken, würde ich damit eigentlich keinen Geschwindigkeitsgewinn haben, sondern würde den Server einfach nur unnötig belasten. Dann habe ich einen Far Future Expires Header gesetzt für besagte Stylesheet, JavaScript-Dateien, Favicons und Schriften. Far Futures Expires Headers besagt einfach, wenn du die Datei schon mal geladen hast, ist die für die nächsten 15, 20 Jahre gültig. Je nachdem, wie man das dann eben halt serverseitig setzt. Der Grund ist einfach, eine Schriftart ändert sich nicht. Eine Arial wird in 10 Jahren auch immer noch eine Arial sein. Wenn ich einen anderen Schriftsatz habe oder sowas, wird das eine neue Datei sein, aber die normale Arial wird immer noch so aussehen. Und das habe ich auch mit den Bildern, Favicons, und in diesem Fall auch JavaScript-Dateien und Stylesheets-Dateien. Daher ist es ausgesprochen wichtig, falls ihr Veränderungen vornehmen müsst an den Stylesheets, ändert den Dateinamen. Ich mache dann eben halt immer einen Datumsstempel, den ich in den Dateinamen mit reinsetze, dass, wenn ich etwas ändern muss, dass dann eben halt auch vom Browser her klar ist, okay, diese Stylesheets-Datei muss neu geladen werden. Ansonsten ist es eben halt so, als wenn ihr eben halt immer eine alte Zeitung angucken würdet und der Zeitungsmann sagt euch, die ist noch gültig, das steht da drauf. Und ihr seht dann genau, die ist schon irgendwie 3 Wochen alt.
aber der Zeitungsmann würde dann immer noch behaupten, die ist gültig. Das ist eben halt das, was zu beachten ist beim Far Futures Expires Headers. IE-Tag, ganz großes, weites Feld. Ich hatte oft Probleme, den richtig zu konfigurieren. Und bei mir hat einmal geholfen, den einfach File IE-Tag auf None zu setzen. Und dann war alles okay. Falls ihr mal damit Probleme habt, probiert das mal auf. Vielleicht kann das bei euch eine Lösung sein. Aber wie gesagt, das ist ein wirklich weites Feld. Ich hatte da auch einen Freund oder habe einen Freund, der in der Marktforschung arbeitet. Die arbeiten sehr, sehr intensiv mit den E-Tag und der hat dann eben halt noch ganz andere Meinungen dazu und Szenarien. Das muss von Fall zu Fall entschieden werden. Machen wir doch mal den Vergleich vorher-nachher. Wir sehen eben halt hier, wir haben 7 Requests eingespart. Wir haben 320 Kilobyte eingespart und sehen dann eben halt auch hier, wo die meisten Ersparnisse zustande kommen. Hier bei den JavaScript-Dateien haben wir mit das meiste eben halt einsparen können und eben halt dicht gefolgt von den Stylesheet-Dateien. Und wir sehen eben halt auch bei den Bildern, dass dort auch noch einiges gewonnen werden konnte. Wir haben auf jeden Fall beide gleich gekriegt. Die Version 2.5 und die 3.1er haben beide die gleichen Voraussetzungen. Es macht jetzt von YSLOW her, was zur allgemeinen Performance-Messung für End-User benutzt wird, keinen Unterschied mehr, ob ich die 2.5er benutze oder die 3.1er. Das heißt, der Test ist vergleichbar. Die beiden Systeme sind so gleichgeschaltet, dass sie vom Grundaufbau vergleichbar sind. Von der HTML-Ausgabe. Wir sehen hier, wir haben einen Score von 95% erreicht. Der wäre auch noch höher, wenn wir Bootstrap nicht so einsetzen würden, dass die Bilder von der Größe angepasst werden. Dann würden wir hier auch noch höhere Werte erreichen. Der Kampf. So. Progressive Caching, HTTP-Optimierung und serverseitiges Tuning. Mehr geht jetzt im Moment mit einfachen Methoden nicht rauszuholen. Stellen wir fest, Blue Corner hat sich nochmal erstaunlich verbessert. Unter Altmeister liegt eine Zeit von 600 Millisekunden hin. Aber die neue Version, der Herausforderer, hat das nochmal deutlich unterboten. Daher geht der Punktsieg an die 3.1er. Kleine Siegerergo. Was schließen wir daraus? Super, danke. Gewinner durch Punktsieg. Kein K.O., aber wenn ihr jetzt ein neues Projekt anfängt, solltet ihr durchaus erwägen, das gleiche auf die 3.1er zu setzen. Überprüft, ob alle Extensions funktionieren, die ihr für das Projekt braucht. Das gleiche gilt für eine Migration. Und dann könnt ihr euch durchaus auf die 3.1er gehen, von der Performance her. Und wie gesagt, bei neuen Projekten gleich auf die 3.1er setzen. Testet das jetzt gerade, wo die 3.2er rauskommt, würde ich jetzt vielleicht noch ein ganz kleines bisschen warten. Das müsst ihr mal sehen. Und jetzt kommen wir noch mal zu den genutzten Erweiterungen. JoeStrap.com mit dem Template Typeface. JoeStrap bietet einige Bootstrap-basierte Templates an. Ich finde, die haben ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, was man auch gut nutzen kann, um darauf zum Beispiel eigene Entwicklungen aufzusetzen. Sollte man sich durchaus so mal angucken. Und grüßt den Philipp Locke von mir. Dann Kubik Rubik, Viktor Vogel. Ich weiß nicht, ob das einer ein Begriff ist, sehr umtriebiger deutscher Jomla-Extension-Entwickler. Und er hat eben halt 2 tolle Plugins gemacht. JS-CSS-Control und Quick-Cache-Cleaning. Und die beiden helfen einfach bei der Entwicklung und bei der Performance-Optimierung.
gerade wenn ihr die Systeme eben halt viel testen müsst oder Testläufe macht, dann hilft dieses Quick Cache Cleaning, besonders in der 2.5er Version, weil dann habt ihr eben halt oben in der Jomla Leiste im Backend einfach ein kleiner Punkt, der heißt Quick Cache Cleaning, den klickt ihr an und dann ist der Cache geleert. Das ist eben halt immer ganz wichtig, wenn ihr neue Teste laufen lässt. Und ansonsten achtet darauf, wenn ihr YSlow benutzt zum Testen von Webseiten. Macht einen Test, schreibt euch die Sachen auf, beendet Firebug, beendet den Browser, macht den nächsten Test. Ansonsten kann es teilweise zu Schluckauf-Resultaten kommen. So, jetzt seid ihr dran. Fragen. Keine? Ja, bitte. Okay. Ich wiederhole noch mal ganz kurz die Frage, damit das eben halt auch mit der Aufzeichnung ist. Es ist eben halt gefragt worden, ob ich dann eben halt auch mit aufgeschrieben habe, wie viele Requests per Seconds dann eben halt wirklich aktuell genutzt worden sind. Habe ich mit ausgeschrieben, aber das war für mich hier fürs Testen nicht relevant. Generell habe ich das später fürs Testen sogar rausgenommen, denn je weniger Aufzeichnungen ich habe, desto performanter wird der Test. Ich kann bei JMeter einige Sachen zum Beispiel auch grafisch ganz toll darstellen, aber das frisst eben halt selber wieder Performance, diese Testaufzeichnung. Und deswegen habe ich sie weggenommen, weil ich das eben halt auch nicht sonderlich gut gebrauchen konnte, weil es ging ja in diesem Fall nicht darum, den Webserver zu testen, wie viel der ab kann, sondern ich wollte eben halt testen, welche Version schneller ist. Falls dich das näher interessiert, dann lade ich dich einfach morgen ein. Da mache ich einen kleinen Talk über Apache JMeter und wie man eben halt Tests aussetzt. Ihr könnt damit eben halt auch coole Sachen machen. Ihr könnt auch, wenn ihr einen Rechner habt, der sowieso immer läuft und auf dem eben halt Java läuft, dann könnt ihr eben halt Apache JMeter dort so konfigurieren, dass ihr von euch zu Hause aus Server-Teste macht und dann eben halt in regelmäßigen Abständen euren Server anpingt und guckt zum Beispiel, ob da noch ein gewisses Wort auf der Webseite abrufbar ist und wenn das nicht, dann kriegt ihr eine E-Mail oder sowas. Da kann man echt besonders sexy Sachen machen. Es ist sehr, sehr mächtig und ich habe selber da auch nur so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Aber was ich eben halt sehr, sehr gut finde dabei, man kann sämtliche Requests machen. Bei vielen Tools, die man hat, die stellen einfach nur fest, ist der HTTP-Request eben halt für den HTML-Content erfolgt und damit geben sie sich zufrieden. Was man bei Apache JMeter machen kann, ist eben halt alle Dateien fragen, die von der HTML-Seite getriggert werden. Und gibt daher, denke ich mal, auch ein bisschen besseren Test ab. Weitere Fragen? E-Tags. E-Tags sind, glaube ich, von Microsoft mal eingeführt worden. Das ist in gewissem Sinne ein Gültigkeitsdatum oder ein Validierungsdatum für Dateien. Prinzipiell soll damit eben halt sichergestellt werden oder leichter sichergestellt werden, ob das die Datei ist, die man schon im Cache hat oder ob es sich eventuell um eine neuere Version davon handelt oder vielleicht gar nicht miteinander vergleichbar ist. Das ist ein weitläufiges Feld, aber das ist einfach erklärt jetzt. Nein, einfach out of the box. Kommt eben halt auf die Gesamtanzahl der Requests an. Also man kann da eben halt noch eine Menge rausholen, aber für mich stand jetzt, ich wollte die beiden Systeme miteinander vergleichen und nicht, wie performant die MySQL-Datenbank eben halt noch mehr sein könnte. Einfach Standard. Einfach Standard, nicht optimiert.
damit man das eben halt sehen kann. Ich habe das aus diesem Grund eben halt zum Beispiel jetzt auch keine PHP-Caches aktiviert, weil ich wollte, dass die beiden Grundsysteme sich mehr anstrengen müssen für eine bessere Zeit. Je besser ich das Grundsystem optimiere, jetzt mit PHP-Caching, MySQL-Tuning, desto feiner werden allgemein die Unterschiede zwischen den beiden Systemen. Ich wollte sozusagen beide auf eine buckligere Piste laufen lassen, damit ich eben halt leichter sehen kann, wer schneller läuft und wer nicht. Ich habe mich sehr dafür interessiert. Ich habe mich auch informiert. Ich habe dann den Vergleich aufgegeben. Und zwar das Problem ist, man muss dafür sorgen, dass alle die gleichen Voraussetzungen haben. Ich bräuchte ein Template zum Beispiel, das in allen Versionen in Drupal, Typo 3, WordPress gleich aussieht zur Joomla-Version. Ich müsste dafür sorgen, dass alle von der Geschwindigkeit dementsprechend optimiert sind. Dafür braucht man eben halt auch sehr viel Fachwissen. Und das habe ich nicht zu diesen anderen Systemen, dass ich sagen würde, ja, das schüttel ich dann eben halt mal raus. Zusätzlich kann man damit potenziell eine Menge Leute eben halt auf den Füße treten und darf sich da eben halt auch keinen Schnitzer erlauben. Was ich mir vorstellen könnte, wenn jetzt eben halt ein paar Leute aus der Drupal, WordPress, Drupal 3 Szene sagen würden, Frank, das ist eine tolle Idee, komm, lass uns mal zusammensetzen, würde ich das super finden und dann kann man das mal aufsetzen. Auch habe ich mich in dem Zusammenhang informiert, ob es überhaupt so etwas wie eine Art DIN-Inhalt gibt für Webseiten. Gibt es leider nicht. Man kann höchstens eigene Szenarien aufsetzen. Aufgrund dessen, dass es eben halt keinen DIN-Inhalt gibt. Ich habe, ich glaube, 3 Tage recherchiert, was man da eben halt nehmen könnte, habe ich dann selber Annahmen getroffen und die dann dementsprechend umgesetzt. Das ist ein bisschen blöd. Man kann, wenn man versucht, so eine Art standardisierten Inhalt zu machen, dann müsste man auf jeden Fall auch die Bereiche festlegen. Ist es ein Blog? Ist es eine Newsseite? Ist es ein Shop? Und da gibt es eine Menge offene Fragen, die dann eben halt auch geklärt werden müssten. Finde ich sehr, sehr interessant. Aber das ist alleine als Forschungsarbeit nicht zu handeln, wenn man noch seine Brötchen verdienen muss. Aber es ist eine sehr gute Frage und ich habe mir die auch gestellt und ich fand die Überlegung generell zu so einem Test auch extrem sexy. Also. Bitte. Ach so, da habe ich letztes Jahr drüber gehalten, auch den Talk mit. Und es ist so, dass in der 3.1er solltest du das Debug-Modul deaktivieren, weil das eben halt auch nochmal Performance frisst. Und hat übrigens der Viktor Vogel rausgefunden und mich nochmal darauf hingewiesen, fand ich sehr nett von ihm. Und ansonsten bringen viele Sachen nicht so viel, wie man jetzt erwarten würde. Ich hatte letztes Jahr ausgiebige Tests gemacht, allerdings jetzt nur mit der 2.5er. Was ist, wenn ich dieses deaktiviere oder jenes aktiviere und so weiter und so weiter? Tierisch viel Aufwand, hat zu wenig Leistung gebracht, als dass man das jetzt wirklich sagen würde, so, das ist jetzt wirklich ein signifikanter Punkt, der es jetzt echt bringt. Das Einzige, was ich herausgefunden habe, nutzt so wenig Menüs wie möglich. Nutzt ein Menü. Das hat nicht nur was damit zu tun, dass dann eben halt das Ganze barrierefreier ist, sondern die Generierung eines Menüs kostet relativ viel Performance. Und wenn ich dann eben halt 5 verschiedene Modulpositionen habe mit Menüs oben, unten, an der Seite, verstecktes Menü und so weiter und die alle so generieren lasse, dann verschenke ich einfach Performance auch. Wenn ich meine, ich muss das unbedingt haben, bitte. Aber ansonsten einfach lieber über ein Menü regeln. Eine andere Möglichkeit, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ihr braucht unten am Footer, da braucht ihr nochmal
ein Impressumslink und Datenschutzerklärung und allgemeine Geschäftsbedingungen. Die müssen unten auf jeder Seite stehen. Nutzt dafür ein normales HTML-Content-Modul, das ihr da reinrendert und setzt die Links einfach statisch rein, die dann eben halt dann zur Hauptnavigation verweisen. Ist performanter, als wenn ihr dafür ein eigenes, echtes Menü erstellt. Mit Caching einstellen für die verschiedenen Modulen, ja, geht. Sollte man teilweise aber auch mit das aber auf jeden Fall testen, ob das jetzt wirklich so viel bringt oder nicht. Auf jeden Fall, wenn sich das sozusagen unten eh nicht ändert, sollte man durchaus mal überlegen, dann einfach da kein Menü für zu nehmen. Also da habe ich zum Beispiel wirklich signifikante Steigerungen festgestellt. Falls ihr komplett ohne Menü auskommt, ist das eine echt signifikante Steigerung der Performance, aber ich glaube, die Usability könnte etwas drunter leiden. Weitere Anregungen, Fragen? Nein, aber ich habe den Lüfter gehört. Also, ich will nicht behaupten, ich konnte mir unbedingt die Haare föhnen, aber es war schon ziemlich dicht dran. Daher, wenn ihr so eine Performance-Messung macht oder sowas, ne? Also macht das nicht über den Akku. Das ist ja gerade das Coole bei JMeter. Ich habe beide Teste zur gleichen Zeit laufen lassen. Das heißt, es wurde gleichzeitig die 2.5er und die 3.1er unter Feuer genommen. Das heißt, beide sind unter den gleichen Bedingungen getestet worden. Auf demselben Server, hier drauf. Mump Pro laufen lassen mit zwei Sites. Und die beiden Sites sind gleichzeitig unter Feuer genommen worden. Kann man jetzt eben halt darüber diskutieren, ob das jetzt so eine tolle Lösung ist oder nicht. Aber das stellt sicher, dass beide Systeme gleich stark getestet werden. Ja, auch wenn ich jetzt, sage ich mal, irgendein Hintergrundprozess springt ein, klaut etwas Performance jetzt von Apache JMeter, dass das nicht mehr ganz so intensiv testen kann, dann sind trotzdem beide Messergebnisse gleich betroffen davon. Ja, bitte. Okay. Eine relativ einfache zu überprüfende Lösung. Du schreibst erstmal den Inhalt sämtlicher geladenen JavaScript-Dateien zusammen in eine große Datei. Ne? Eiermilch, legende Wollmilchsau.js und setzt dann einfach alles rein, den ganzen Inhalt rein von den ganzen Dateien, JavaScript-Dateien, die sonst geladen werden. Das heißt, du hast eine relativ lange Datei und lädst sie erstmal hoch in dein System und sorgst dafür, dass nur die geladen wird. Dann testest du erstmal deine Seite, ob das so funktioniert. Wenn das so funktioniert, super, dann kannst du zum nächsten Schritt kommen. Wenn es so nicht funktioniert, musst du einfach recherchieren, woran es liegt. Dann kannst du diese Dateien bei einigen Webservices hochladen und die werden dann komprimiert oder zusammengeschrieben und dann eben halt noch kleiner gemacht. Siehst du daran, dass du dann eben halt den Quellcode nicht mehr so gut lesen kannst, sondern dass es eine richtig lange Zeile ist. Ne? Daran kannst du erstmal sehen, ob überhaupt eine Art Kompression erfolgt wurde. Dann speicherst du das Ergebnis ab unter Eiermilch liegende Wollmilchsau komprimiert.js und guckst die Dateigrößen an. Wenn du bei der einen Datei dann eben halt 100k hast und bei der komprimierten dann irgendwie 50, 80k, dann weißt du, fand eine Komprimierung statt. Einfach hochspielen, die komprimierte Datei im Template austauschen, dass nur die geladen wird, kontrollieren, ob die neue Datei auch wirklich geladen wird und dann testen, ob da alles gut mitläuft. Und dann hast du es schon.
Ganz, ganz einfach. Beschäftige dich mit dem Tool YSLOW, was dir gezeigt hat. Damit kannst du dir anzeigen lassen, welche JavaScript-Dateien auf einer Seite geladen werden. Diese Dateien kannst du dann anklicken und im Browser anzeigen lassen. Die kopierst du dir einfach und setzt die in die Textdatei rein. So, da kriegst du erstmal alle her. Das nächste, es gibt auch andere Tools, die das machen, aber ich mag dieses JS, CSS Control von Vector sehr gerne. Installierst du dir als Plugin, mach es lauffähig und dann trägst du die Pfade ein, die Systempfade, zu diesen ganzen geladenen JavaScript-Dateien. Wichtig, also slash media slash system bla 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 bla. Gib den ganzen Pfad ein, weil es gibt einige Dateinamen, die gleich sind. Zum Beispiel template.js oder system.js oder irgendwas. Das sind teilweise unterschiedliche Dateien, die von verschiedenen Ordnern liegen. Aber das Tool arbeitet mit regulären Ausdrücken. Deswegen auch bitte nutze den ganzen Pfad, weil sonst kann das sein, dass du dir irgendwas abschießt, was du gar nicht auf der Liste hattest. Hat mich mal einen Tag graue Haare gekostet, bis ich das wirklich nochmal gecheckt habe. Daher wirklich diesen Serverpfad mit slash system templates bla 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 rausschreiben und da reinsetzen. Dann einmal aktivieren, neu testen, ob die Dateien jetzt wirklich alle fehlen. Es kann sein, dass du dann ein komisches Verhalten hast, weil dies oder jenes nicht funktioniert. Ist egal. Erstmal willst du kontrollieren, ob da wirklich keine Dateien, JavaScript-Dateien mehr geladen werden. Und dann lädst du über das Template deine zusammengeschriebene JavaScript-Datei. Und dann heißt es wieder testen, testen, testen. Und wenn alles gut läuft, hast du eine super Performance und alles funktioniert. Ja? Und je weniger externe Komponenten du nutzt, desto einfacher wird es. Blöd ist es zum Beispiel, wenn du Komponenten nutzt, die unbedingt MoTools brauchen. Es gibt da Kalenderkomponenten, die sind darauf angewiesen. Ich glaube, JCE-Editor mit den Overlay-Images, also mit diesen Pop-Up-Overlays, ist darauf angewiesen. Das ist dann doof. Dann sollte man wirklich überlegen, darauf zu verzichten. Und ansonsten gibt es dann eben halt auch noch Möglichkeiten, MoTools nur für gewisse Seiten freizugeben. Ja? Das bringt es dann generell mehr. Und das spielt dann auch keine Rolle, wenn du jetzt zum Beispiel bei der Kalenderseite dann anstelle von ein JavaScript zwei lädst. Das eine ist ja sowieso schon im Cache drin, von der Startseite her. Und das andere wird dann eben halt noch da zusätzlich geladen als neuer Request. Das ist völlig okay. Das bringt in diesem Fall im Durchschnitt mehr Performance, als wenn du jetzt MoTools noch in die komprimierte JavaScript-Datei noch mit reinsetzen würdest, weil das einfach ziemlich groß ist. Ja, also. Weitere Fragen? Nö? Ja, bitte. Die Frage war, wenn ich jetzt mein System aktualisiere und ein Update mache, heißt es generell nochmal testen? Normalerweise, wenn du das Template richtig konfiguriert hast, wird sich da nichts ändern. Gegebenenfalls musst du darauf achten, wenn sich JavaScripte, sage ich mal, von Komponenten verändert haben, weil die debuggt worden sind oder sowas. Wenn das vorkommt, dann musst du dann eben halt die neu zusammenschreiben, neu komprimieren, Datumstempel nicht vergessen, hochladen, übers Template reinladen, testen und dann läuft das. Falls sich da nichts getan hat, weil du nur eine Standardseite hast oder sowas, brauchst du nichts zu beachten. Dann läuft das einfach weiter, vorausgesetzt, du hast das Template vernünftig angelegt. Also das spart relativ viel Arbeit. Ist eine gute Herangehensweise für Projekte, die sich nicht regelmäßig ändern. Und die meisten gehören dazu. Also wenn sich das irgendwie nur einmal die Woche ändert oder sowas, dass du daran musst, lohnt sich der Aufwand. Da muss man die Sachen ein bisschen besser zurechtlegen, dass der Workflow gut funktioniert und dann ist das wenig. Wenn du jetzt einen Kunden hast, der stündlich irgendwie die Farben ändern will oder dem irgendwas einfällt oder sowas, dann
wirst du schon wissen, was man macht. Ob es jetzt Empfehlungen gibt für die Serverversion. Also schöner hätte ich das auch nicht sagen können. Ich danke für diesen poetischen Einwurf. Nutz neue Versionen. Wenn du Fragen hast, ob du nicht vielleicht alte Versionen einsetzen könntest, könnte ich dir einfach mal empfehlen, den Nicolas von Akeba Backup mal seine Kommentare zu verfolgen, was das angeht, dann weißt du eben halt auch schon, warum die Aussage von David eben halt die Nagel auf den Kopf trifft. Ja? Es hat Sicherheitsgründe und Performancegründe. Und wenn es dann irgendwann zu alt wird, kannst du es einfach vergessen. Ja? Und gegebenenfalls muss man sich sonst auch überlegen, wenn du jetzt einen eigenen Webserver hast und du hast jetzt eine alte PHP-Version laufen, die müsste aktualisiert werden. Du hast da irgendwie nur 2, 3 Projekte drauf, die irgendwie noch eine alte PHP-Version brauchen. Dann solltest du dir sehr gut überlegen, den Kunden dann eben halt nahezulegen, auf neue Versionen von Joomla zu aktualisieren, damit das auch mit den neuen PHP-Versionen läuft. Und wenn sie das irgendwie partout nicht wollen, dann durchaus überlegen, ob du die alte Version überhaupt anpassen willst für die neuen PHP-Versionen, was eine ganze Menge Arbeit sein kann. Oder zu gut Deutsch, ob du dann eben halt auch einfach dich zu deiner eigenen Sicherheit von diesen Kunden verabschiedest und sagst, es tut mir wirklich leid, aber diese Verantwortung kann ich nicht übernehmen. Wechseln Sie bitte und dann deinen Server aktualisierst. Weil du bist nachher der Gelackmeierte, wenn irgendwas schief geht aufgrund von veralteten Versionen. Aber das ist eine persönliche Empfehlung. Das musst du selber abwägen einfach. Weitere Fragen? Ja. Ich würde das Ganze nicht überbewerten. Wenn du die Wahl hättest zwischen einem HTTP-Request weniger oder 2 HTTP-Requests weniger und einem korrekten E-Tag oder keinen E-Tag, dann würde ich sagen, nimm die Requests weniger. Also das bringt mehr. Ja? Korrekt konfigurierte E-Tags ist sozusagen ein kleines Quäntchen, aber es ist nicht die Schippe auf der Waage. Und ansonsten deaktiviere sie. Ne? Gibt das aus, keine E-Tags, dann melden die Tools zwar, dass das eben halt, könnte jetzt noch ein korrekt konfigurierter E-Tag sein oder sowas, aber häng dich daran nicht auf. Weitere Fragen? Okay, ich soll aufhören. Tschüss, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Danke.